ist gut. Ein großer Tag heute vor dir. Fangen wir nach einer Sekunde schon an. Einmal zwei Minuten, bitte. Morgen, Leute. 60 Tage sind es noch bis zu meinem Kampf am 25.03. in Dortmund. Für mich steht heute Mittag der Black Table an. Das heißt, ich treffe auf Marc Bergmann und er wird mir und Mert einiges an Fragen stellen, denn in den letzten Monaten war die Situation etwas angespannt. Wir schauen mal, ob sich irgendwas klären lässt. Ich würde euch auf jeden Fall darauf freuen. Aber zuallererst muss ich jetzt erstmal was frühstücken. Meine Assistentin Lara Schatz bereitet mir die ESN Protein Pancakes vor. Trotz Diät kann ich sowas Geiles wie Pancakes essen, denn die haben einfach mehr Protein, viel weniger Zucker und dadurch passen sie einfach auch in meine Diät. Wenn ihr auch ein geiles Frühstück haben wollt, dann nur mit Code Kroger, denn da spart ihr mindestens 10%. So, wir sind jetzt hier an der Westfalenhalle angekommen. Was erwartest du heute von dem Black Table? Es ist natürlich so, dass es in den letzten Monaten keine verbale Auseinandersetzung gab, aber die Community hat sich kritisch geäußert. Es gab einen Shitstorm gegenüber Mert wegen seiner Hochzeit. Ich bin mir recht sicher, dass Mert das abfuckt, denn ich habe es ja öffentlich auch irgendwo kritisiert. Dennoch sollte das kein Angriff gegen seine Hochzeit sein. Ich habe ja persönlich nichts gegen ihn, sondern vielmehr einen Angriff dessen, dass er nicht bereit ist zu kämpfen. Und da wir MMA-Sportler sind, das nicht wie im Fußball ist, dass man jedes Wochenende kämpfen kann, das ist einfach scheiße. Schauen wir mal, was Mert dazu zu sagen hat. Da ist er noch. Nasselzin. Ey, hör doch auf, man lässt mich voll zu Ding aussehen hier, ey. Wie geht's dir? Gut hergefunden? Ja. Doch, entspannt. Bei dir? Ja. Aber ein bisschen stressig. Schon weit. Ach so, Stuttgart, noch weiter hinten sogar. 6,5 Stunden Fahrt gehabt. Ich bin gestern schon gekommen. Also passt. Okay. Ja. Gut. Geile Halle. Total. Das macht es aus, ein Profi zu sein. Dass man seine Emotionen im Griff hat, dass man drüberstehen kann und trotzdem abliefert. Wir sind nur 15 Meter voneinander entfernt. Und in 2 Monaten steigen wir in den Käfig gegeneinander. Um so viel. Die Spannung ist auf jeden Fall zu spüren, auch wenn wir respektvoll zueinander sind. Noch. Okay, Mert, mich interessiert deine Gefühlslage. Es ist ja, sage ich mal, nicht alltäglich, dass man seinen Gegner vor dem Kampf so lange trifft. Wie ist das für dich? Ist nicht alltäglich, ne, das stimmt schon, aber das hatte ich schon mit Ehrens, das hatte ich schon mit anderen Gegnern auch. Ich weiß nicht, ich bin immer jemand, der eigentlich cool ist mit jedem. Deswegen, das ist weder für mich irgendwie böses Blut, noch irgendwie jetzt extrem lieb oder sowas. Ich bin einfach wie zu jedem Menschen auch. Deswegen eigentlich ganz normal. Wenn du jetzt an den Kampf denkst im März, was glaubst du, was wird das für ein Kampf werden? Ich glaube, es wird ein richtig dreckiger Kampf. Darauf habe ich extrem Bock, dass es dreckig wird, dass wir uns nichts schenken, dass wir uns wirklich mit allem, was wir haben, abschießen, dass es eine blutige Schlacht wird mit wirklich, ist ein bisschen bescheuert, aber mit wirklich Cuts und allem Möglichen habe ich richtig Bock drauf, dass es dreckig wird einfach. Wenn du eine Prognose abgeben müsstest, wie wird der Kampf enden? Was würdest du sagen? Ich werde natürlich gewinnen. Das ist für mich selbstverständlich. Und wie ich gewinnen werde, also auf die Frage brauche ich keine Antwort. Mir ist egal, ob es über Punkte, ob es über Submission, über K.O. ist. Ich will einfach alles geben und einfach zeigen, dass mein Gegner keinen Bock mehr hat. Du hast es angesprochen, du willst zeigen, dass dein Gegner keinen Bock mehr hat. Würdest du Max als einen Kämpfer einstufen, der sich brechen lässt? Ich sag mal, jeder Kämpfer lässt sich brechen, früher oder später. Ich weiß, dass es bei Max schwer sein wird, aber es ist auch möglich. Wenn du an Max Skillset denkst als Kämpfer, was da am prägnantesten? Was gilt es hervorzuheben? Ich würde echt sagen, der ist in allem gut. Also richtig was hervorheben. Es ist halt dieser Dirty Style, den finde ich auch richtig geil und den mag ich selber auch. Also so trainiere ich auch, so kämpfe ich auch im Training eigentlich. Und es freut mich endlich mal einen Gegner zu haben, der genauso kämpft. Warum willst du es mehr als Max? Was ist der Grund, warum du diesen Kampf gewinnen wirst? Ich habe einfach meine Karriere noch alles vor mir. Ich ordne dem alles unter. Ich hatte selber kurz so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich bin immer jemand, der an sich selber zweifelt. Aber ganz ehrlich, ich bin jeden Morgen um 5.30 Uhr schon im Gym, damit ich um 6 Uhr trainieren kann. Wenn das nicht eigentlich die beste Bestätigung ist, dass ich an mich selber glaube, weil ich es durchziehe und machen werde, dann weiß ich eigentlich auch nicht mehr weiter. Okay, Marc, erzähl uns mal, was für ein Kampf erwartet uns?
Schwer zu sagen, das habe ich mir auch eine Zeit lang gefragt. Ich finde, der Kampf ist deswegen so spannend, weil keiner so richtig weiß, wo es stattfindet. Weißt du, man hat irgendwie das letzte Mal gesehen bei Mert, dass er doch auch anfällig ist gegen einen, der gut ringen kann. Und der Koga kann ringen so, der trainiert seit Jahren mit Saba. Aber beide können auch gut striken, beide können gut ballern. Und irgendwie hoffe ich fast schon, dass die beiden sich mindestens 3 Runden lang im Stand geben. Weil beide können austeilen, beide können einstecken. Aber ich denke, das Ding wird am Boden enden. Aber wer da die Nase vorn hat, ich traue es mir nicht zu sagen. Okay, also du meinst, das Ding wird über Grappling entschieden? Also es wird auf jeden Fall ringerisch entschieden und dann am Boden entweder Ground and Pound oder eine Submission geben. Ich glaube, es wird ein Finish und ich glaube, es wird entweder ein TKO durch Ground and Pound oder es wird eine Submission. Okay, du darfst jetzt keine diplomatische Antwort geben. Du hast gesagt, es wird ein Finish. Wer finisht wen? Ich weiß es nicht. Nach dem letzten Kampf von Mert würde ich sagen, der Koga macht's. Aber auch Max ist nicht unkaputtbar, das haben wir gesehen. So, und ich glaube, deswegen ist der Kampf auch so spannend. Es ist einfach haarscharf. Aber wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, würde ich es aufgrund des letzten Kampfes von Mert auf Max setzen. Stefan macht. Was sind das? Auf die guten Sachen verzische der. Ich konnte nicht kämpfen. Wenn es nach den Ärzten geht, würde ich gar nicht mehr kämpfen. Trotzdem, aber dass du gekämpft hast. Das ist scheiße. Und dass ich das über Social Media erfahre, ist auch scheiße. Weißt du, und ich bin der Depp, der dann da der rumsitzt und wartet und wartet und wartet. Abseits davon, meine halbe Fresse ist immer noch taub. Ich habe kein Gefühl, ich ziehe keine Fresse. Ich gehe meinen Weg. Ganz alleine hier. Ich bin total aufgeregt. Bin ich aufgeregt? Oder bin ich geil auf den Kampf? Ich kann es dir noch nicht sagen. Doch, ich weiß es. Ich bin schizophren. Ich will einfach nur kämpfen. Ich will diesen Anzug wegreißen. Und ich will einfach rein und kämpfen. Das ist mein Gürtel, der da unten ist. Mein Gürtel. Mein Gürtel. Mein Gürtel. Mein Gürtel. Verstehst du? Auch ich bin verheiratet. Hier, da ist der Ehering. Verstehst du? Hier an meiner rechten Faust. Ja, das bedeutet Frau. Das bedeutet Frau. Das ist mein Gürtel. Alter, ich werde durchdrehen. Ich drehe durch, ich drehe durch, ich drehe durch, ich drehe durch. Was sind deine Abschlussgedanken jetzt nach dem Black Table? Es ist im Wesentlichen genau das, was ich im Vorfeld schon erwartet habe. Keinerlei Überraschung. Ansonsten freue ich mich einfach. Es hat nochmal die ganze Sache ein bisschen präsenter gemacht. Der Kampf ist näher gerückt. Es ist spürbar geworden. Und ich freue mich einfach auf meine Vorbereitung. Ich freue mich auf meinen anstehenden Kampf. Und für mich steht jetzt einfach nur noch an, nach Hause fahren, nochmal ein kurzes, knackiges Training und dann ins Bett pennen. Es war ein langer Tag, sehr anstrengend. So sieht es halt aus. Hinter den Kulissen. Ja, that's it, Leute. Also in dem Sinne, Vorbereitung kann weitergehen.